Boah, geil. In diesem Video erfahrt ihr, warum wir nicht weniger als 10 Personen brauchen, um diese Fotos aufzunehmen, was der Oldtimer Do27 damit zu tun hat und womit wir noch alles zu kämpfen hatten. Los geht's! Ich weiß gar nicht mehr genau, wer die Idee dazu hatte. Jedenfalls entstand der Plan für diese Dreierformation nach einem sehr erfolgreichen Flugtag auf dem Fotoflug-Event in Itzehoe. In geselliger Runde wurden die Heldengeschichten des Tages erzählt und plötzlich stand die Idee im Raum, nicht immer nur ein einzelnes Flugzeug in Formation zu fotografieren, sondern gleich 3. Naja, nichts leichter als das, schließlich standen schon 2 schicke Breezer am Platz und hatten sich schon reichlich bewährt. Ein kurzes Telefonat später stand fest, dass am kommenden Tag eine weitere Breezer Sport zur Verfügung stehen wird. Da die Flugtage im Herbst schon recht kurz werden, haben wir das ausführliche Sicherheitsbriefing zum Rollenverständnis, den Ausweichflughäfen, die zu fliegende Formation, den Frequenzen und vieles, vieles mehr schon am Abend vorher durchgezogen. Dabei wurden natürlich auch schon die Besatzung der 4 Flugzeuge festgelegt. Glücklicherweise stand uns eine Do27 für diese Aktion mit Markus als Pilot zur Verfügung. Felix, mit dem ich schon etliche Fotoflüge in den letzten 4 Jahren unternommen hatte, nahm diesmal neben Markus als Co-Pilot in der Do27 Platz. Eigentlich hatte der Wetterbericht für den Nachmittag windiges, aber trockenes Wetter vorhergesagt. Leider schossen dicke Wolkentürme in allen Himmelsrichtungen in die Höhe. Zu allem Überfluss kamen noch etliche Schauern hinzu, was uns noch in Schwierigkeiten bringen sollte. Nachdem wir nacheinander gestartet waren und uns westlich des Platzes sammelten, mussten wir bereits von unserem gebrieften Flugweg abweichen, da im gesamten Gebiet kein Sichtflug möglich war. So mussten wir den Plan ändern und deutlich weiter nach Westen fliegen, um uns dort neu zusammenzufinden. Diese Flugminuten nutzten wir für eine erste lockere Formation. Die Tür hatten wir noch möglichst lange geschlossen, da es doch recht laut und luftig wird, wenn das riesige Loch plötzlich die Sicht nach draußen freigibt. Lars, der neben mir in der Do Platz genommen hatte und beruflich den Leistungshehl gerne mal bis zum Überschnallknall auf den Tisch legt, trug ein Sicherheitsgeschirr, um im Fall der Fälle nicht über Bord zu gehen. Ich hatte mich für meinen Paratec-Schirm entschieden, um etwas freier in der Bewegung zu sein. Als von Felix das Go zum Türöffnen kam, ging der Spaß erst richtig los. Es war für die 3 Breezer-Piloten Henning, Bernd und Rüdiger sicherlich nicht leicht, uns zu folgen, da wir um tief hängende Wolken und Regengüsse Slalom fliegen mussten und gleichzeitig noch die komplexe Luftraumstruktur rund um Hamburg beachten mussten. Ein paar Minuten später hatten wir das schlechte Wetter zum Glück hinter uns gelassen und nun auch kein Problem mehr mit dem Luftraum. Endlich waren die Bedingungen für die geplante Dreierformation gut genug und die Piloten dank des exakten Briefings schon in Position. Nun galt es, das richtige Licht für die Fotos zu finden. Da man die genauen Bedingungen, wie man sie in der Luft vorfindet, vom Boden aus nur abschätzen kann, entschieden wir uns, an einer wolkenfreien Position zu bleiben und dort zu kreisen. Somit hatten die Piloten der 3 Breezer auch genug Zeit, sich an den Kreisflug und den unterschiedlichen Kreisradien und dem somit neuen Power-Setting zu gewöhnen. Meine Ansagen für die genaue Position der 3 Flugzeuge zueinander übermittelte Felix, der vom rechten Sitz der Do einiges zu tun hatte. So, grundsätzlich passt das zusammen. Ich würde jetzt tatsächlich mit dem Rechtskreis anfangen. Ja. Wenn es eben wolkenmäßig passt, ist das super. Dann können wir machen. Mit einem Rechtskreis in 3, 2, 1, jetzt rechts. Als wir vom statischen Geradeausflug in den Kreisflug gewechselt sind, änderte sich natürlich auch der Fixpunkt jedes Piloten, wodurch etwas mehr Bewegung ins Bild gekommen ist. Oh, das sieht alles sehr gut aus, die nivellieren sich mal daran. Ja. So, der 2 ist jetzt eigentlich auch in einer schönen Position. Eine halbe Stunde nach dem Start entstanden in diesem Moment die ersten vorzeigbaren Bilder der Formation. Leider änderten sich die Lichtverhältnisse sekündlich. Gegen die Sonne war nichts zu holen, da die Flugzeuge durch den starken Kontrast zur Sonne fast schwarz erschienen und ohne Zeichnung waren. Aber wir hatten genug Sprit in den Flächen, um hier einige Zeit zu bleiben
und auf den perfekten Schuss zu warten. Gefühlt drehten wir hier eine ganze Stunde unsere Kreise. Als ich mir später die Bilder am PC ansah, waren es wohl nur 5 oder 6 Kreise. In diesen Momenten, in denen die Formation nahezu perfekt erscheint, prasseln so viele Eindrücke auf uns ein, dass ich wohl das Gefühl für Zeit und Raum verlor. Meter 1 ein bisschen nach vorne noch und Meter 2 und 3 folgen. Position ist gut. Und Meter 3 jetzt linken nach vorne. Nummer Meter 2 kommt ran, ja? Ja. So. Meter 1 und 2 in guter Position. Wie man hier gut sehen kann, ist Formationsfliegen im dreidimensionalen Raum alles andere als easy und erfordert volle Konzentration. Aber wozu in Gottes Namen braucht man dazu 10 Mann? Naja, wer bis hierher richtig mitgezählt hat, kommt auf 4-Mann-Besatzung in der DO-27. Dazu kommen die Piloten der drei Brisa plus Jörg, Sandro und Moritz als Luftraumbeobachter auf den Co-Piloten sitzen. Auch aus der entgegengesetzten Richtung sah die Aktion einfach nur beeindruckend aus, die Sandro aus der hinteren Brisa aufnehmen konnte. Ich war mir in diesem Moment nicht sicher, ob auch nur ein einziges Bild etwas geworden war oder alle verwackelt sind. Aber trotz 90% Ausschuss war ich später über dieses Foto überglücklich, da in dieser Sekunde einfach alles passte. Nachdem wir die erste gebriefte Formation erfolgreich abhaken konnten, stand als nächstes die Diamantformation auf dem Programm. Aber die wollte nicht so richtig funktionieren, wie wir uns das vorgestellt hatten. So richtig wollte diesmal das Zusammenspiel von Wolken, Licht und der richtige Winkel zu den Flugzeugen nicht zusammenpassen. Wahrscheinlich hätte das Licht einfach nur von der anderen Seite kommen müssen. Aber auf die Idee bin ich in der Luft nicht gekommen. Also zurück zu dem, was vorher so gut geklappt hat und allen sau viel Spaß gemacht hat. Denn schließlich hatten wir uns für das Finale noch etwas ganz Besonderes aufgehoben. Falls ihr selbst Pilot seid und Lust auf ein Abenteuer und mit etwas Glück schöne Fotos habt, dann hinterlasst gerne eine Nachricht. Für das Finale hatten wir uns das klassische Wegbrechen aufgehoben. Mit ganz schön viel Adrenalin im Blut lösten wir auf Kommando die enge Formation. So, von mir aus können Sie wegbrechen. Kannst du runterzählen? Nichts gut. 2, 1, Brisa 3, wegbrechen. Brisa 2, in 3, 2, 1, wegbrechen. Anspannung löste sich in pure Freude. Nur die beiden Deppen auf der Rückbank hatten wohl zu viel frische Luft geschnuppert und kämpften mit den Anschnallgurten. Um es euch vorwegzunehmen, bis zur Landung mit ordentlich Seitenwind hatten beide das System komplett verstanden. Überglücklich ging es zurück nach Itzehoe, wo wir am Boden einige Minuten brauchten, bis der Adrenalinspiegel wieder auf Normalniveau war. So ging die Geschichte um die 10 tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten mit Eindrücken zu Ende, die wohl keiner von uns so schnell vergessen wird.